Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dich heute hier bei unserer nächsten YouTube-Video-Session begrüßen zu dürfen. Ja, wie ihr seht, bin ich heute an einem anderen Ort. Ich bin hier in unseren neuen Räumlichkeiten. Unser Harz-Yoga ist gewachsen und auch unser Harz-Yoga-Studio liegt schon an einem schönen Kraftort. Und ja, jetzt ist noch ein weiterer Kraftort mit dazugekommen. Ja, nach ein bisschen Suche bin ich hier fündig geworden in dem schönen Neustadt im Harz. Und freue mich, euch hier so ein bisschen einfach auch den Einblick zu gewähren. Ja, das Harz-Yoga ist einfach gewachsen und ich habe hier jetzt ein weiteres Zentrum für Achtsamkeit und Stressmanagement entstehen lassen, beziehungsweise entsteht das gerade. In Verbindung mit natürlich dem Yoga mit Meditation und Hypnosen und in Bezug auf Coaching und Stressmanagement sind wir hier auch im Harztor, im Neustadt am Harz unterwegs. Ja, wenn du neugierig geworden bist, schau doch gerne mal auf unserer Webseite einfach nach. Da findest du schon ein paar Infos oder auch auf Facebook unter La Vida Harztor. Und natürlich auch auf Instagram und freue mich, wenn du hier unseren Kanal auch abonnierst und natürlich auch likest und somit bekommst du immer das Neueste vom Neuesten natürlich auch mit. Ja, und ich freue mich hier jetzt heute in unseren neuen Räumlichkeiten mit euch diesen Yoga-Session einfach aufzunehmen. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Du schaust jetzt, dass du für dich bequem sitzt auf deiner Unterlage, auf deiner Yogamatte. Komme so in deine Position jetzt, richte dich gut ein bei dir zu Hause. Wir fangen an mit einer kleinen Ankommensrunde. Ja, wir lenken erstmal unseren Fokus auf unseren Atem, also auf eine kleine Atemmeditation. Schau, dass deine Hände ganz locker auf deinen Oberschenkeln liegen, Daumen und Zeigefinger berühren sich. Und du spürst auch diese Länge jetzt in deiner Wirbelsäule. Sei lang aufrecht. Deine Augen sind geschlossen, ganz ruhig. Achte darauf auch, dass dein Gesicht sich entspannt. Schenke dir gerne einfach ein Lächeln. Deine Schultern sind ganz locker. Nimm gerne ein paar bewusste Atemzüge. Atme vollständig ein und aus und lasse gerne den Ausatmen kraftvoll aus dir herausströmen, ja, sodass einfach alle Anspannungen, ja, Gedanken, die dich vielleicht noch beschäftigen heute, einfach abgeben. Atme ein und atme aus. Dann spüre mal, wie der Atem jetzt ruhiger wird. Nimm wahr, wie der Atem kommt und geht. Nimm dabei auch wahr, wie sich dein Bauch langsam nach vorn wölbt, einatmend und ausatmend. Zieht er sich langsam wieder zurück. So beobachte jetzt deinen Atem. Einatmen und ausatmen, loslassen. Einatmend, nimm die kraftvolle Energie auf. Und ausatmen, lasse ganz los. Sehr gut. Mach noch so drei Atemzüge.
lass den Atem dann einfach weiter fließen in dir. Deine Augen bleiben noch geschlossen. Und dann fange einfach einmal an, deinen Kopf sanft zu bewegen. Spüre, wie sich der Kopf von der einen über die andere Seite ganz sanft bewegt. Und von da aus kommst du wieder zur Mitte zurück. Spüre nach. Bring dann einmal deine Hände so auf deine Schultergelenke und kreise hier mal aus deinen Schultern. Dann mache ich hier große, bewusste Kreise. Auch nochmal so in die andere Richtung. Sehr schön. Dann halte deine Arme jetzt nochmal ganz ruhig. Spüre mal nach. Und von da aus bring jetzt mal deine Handflächen so zusammen ins Namaste. Halte sie so ungefähr auf Herzhöhe. Und dann drück jetzt mal ganz kraftvoll deine Handflächen gegeneinander. Halte hier gut. Nicht zwischendurch locker lassen. Schön halten. Halten, halten, halten. Jawohl. Und langsam lösen. Etwas locker. Und dann schau mal, dass du deine Hände hinten an deinem Rücken zusammenbringst. Versuch mal ebenfalls so die Hände so in dieser Gebetshaltung zu bringen. Vielleicht können sich hier nur deine Finger berühren, aber schau mal, dass die Handflächen zueinander finden. Und du bleibst weiterhin lang im Rücken. Und halte wieder. Okay, und dann löse auch hier wieder auf. Bewege noch mal so ein bisschen deine Arme und auch deine Schultergelenke. Und dann nimm mal deinen rechten Arm so nach oben. Lass ihn einfach mal so nach hinten, unten absinken. Dann gib mal deine Hand so nach oben. Und drück hier mal kraftvoll den Arm herunter. Auch hier merkst du eine schöne Dehnung. Einmal auflösen, ein bisschen ausschütteln und dann einmal andere Seite. Hier, ne, schieb jetzt mal den Arm richtig schön runter. Und bleibe weiterhin lang im Rücken. Ne? Achte darauf, dass du Länge hast, nicht jetzt zu viel nach vorne und nach hinten kommst. Und auch hier nochmal wieder langsam lösen. Du kannst gerne nochmal so ein bisschen deine Schultern einfach lockern. Ja, so ein bisschen Schulter kreisen. Und dann gehen wir von hier aus jetzt langsam weiter. Und zwar stellst du jetzt mal deine Füße so auf. Gibst am besten jetzt, wenn du auf einem Kissen gesessen hast, das Kissen erstmal so ein bisschen an die Seite. Ja, dass du Platz hast auf deiner Matte. Und dann schau mal, dass du so auf deine Zehenspitzen kommst. Oder aber auch gerne auf den ganzen Fuß. Das ist jetzt egal. Schau mal, wie das so für dich möglich ist. Wir gehen so in die Öffnung hinein. Du bringst mal deine Hände so wieder ins Namaste. Deine Oberarme bringst du mal so an deine Innenseiten deiner Oberschenkel. Du bist lang im Rücken und drückst jetzt hier kraftvoll die Oberschenkel gegen deine Oberarme. Halte hier wieder. Atem fließt ganz normal ein und aus. Nicht zwischendurch locker lassen, versuche immer in der Spannung hier so zu bleiben. Spüre so die Dehnung
Jawohl, sehr schön. Gut, dann löse einfach mal so die Arme, wir bleiben aber so. Und zwar kannst du jetzt einfach mal schauen, dass du mal dein rechtes Bein jetzt so zur Seite schiebst. Ja, spüre hier mal so diese Länge. Wenn du magst, stützt du dich halt gerne mit deinen Händen ab vorne. Achte so ein bisschen aufs Gleichgewicht. Für Geübtere, ne, wer sich sicher fühlt, kann wieder mit den Händen zum Herzen einfach kommen, die Länge wieder im Körper spüren. Streck dein Bein ganz weit aus, halte und drück gerne wieder kraftvoll die Handflächen zueinander. Halte, halte, halte. Okay, langsam auflösen. Versuch mal so zu bleiben. Und dann wechseln wir auch gleich mal. Schau mal, dass jetzt das linke Bein zur Seite kommt. Entweder wieder stützen vorne oder aber so in der aufrechten Haltung wieder sein. Hier wieder die Dehnung wahrnehmen in den Innenseiten deiner Oberschenkel. Kraftvoll drückst du die Hände ins Namaste. Das stärkt einfach gleichzeitig noch unsere Oberarme. Okay, dann kommen wir hier langsam wieder zurück zur Mitte. Und dann schau nochmal, dass du auf deinen Zehenspitzen ankommst. Und umgreife mal deine Arme, mit deinen Armen deine Beine und bleibe so. Oder mach dich so ganz klein, dass du den Kopf so tendenziell nach unten bringst. Okay, komme wieder hoch. Und von da aus gehen wir gleich mal weiter. Du drehst dich jetzt einfach einmal so ein bisschen auf und wir ziehen dann von hier aus gleich einmal weiter in unseren Hund hinein. Na, halte deine Hände so, du weißt, na, Finger sind leicht geöffnet und gib immer so den Druck über die kleinen Finger jetzt nach außen. Ja, wir kommen von hier aus mal in den Hund und bring deine Beine halt so ein Stückchen nach hinten. Bau dich hier gut auf, richte dich gut ein. Und schieb so deinen Kopf zwischen den Armen hindurch. Und die Fersen ziehen so weit es geht nach unten. Erstmal so ein bisschen zum Warmwerden. Bewege hier gerne mal so ein bisschen deine Füße. Ja, ein bisschen hin und her bewegen. Roll so über die Zehen ab nach vorne. Und dann bleiben wir nochmal im herabschauenden Hund. Kopf zieht zwischen den Armen hindurch, Fersen ziehen runter. Und dann kommst du nach vorne mal in den Stütz hinein. Halte hier nochmal ganz kraftvoll aus deiner Körpermitte. Schön halten. Komme nochmal so in den Hund. Und von hier aus, gib jetzt mal so dein rechtes Bein nach vorne. Wir wollen mal in die Taube so hineinkommen. Das heißt, du hast jetzt deinen Rücken ganz lang und aufrecht. Das Bein schiebt halt so weit es geht nach hinten. Und wenn du jetzt die Tendenz hast, so mit der rechten Po-Seite eher so nach rechts zu sinken, dann unterstütze das gerne mit einem Kissen und gib es so auf die Seite. Ja, wir wollen so lang und aufrecht bleiben, in einer Mitte. Und du schaust auch, dass das Bein richtig runter geht, soweit es einfach passt bei dir. Okay, von da aus gehen wir weiter runter. Du kommst mal so auf deine Unterarme. Oder aber du streckst deine Arme jetzt ganz lang aus nach vorne, um wirklich vollständig so in der Asana anzukommen. Lege gerne den Kopf ab. Und lass es dir wirklich ganz gut gehen, so in dieser Asana jetzt. Der Atem kommt und geht. Und du atmest in die Anspannung hinein. Ja, wenn du hier starke Dehnung spürst, schicke dort jetzt den Atem vorbei.
und sinke immer weiter mit der Hüfte runter, mit dem Becken, lasse ganz los, sei vollkommen entspannt. Sehr gut. Nun kommst du langsam über die Unterarme wieder so nach oben, richte dich so auf nach oben. Sei lang in deinem Rücken. Und wenn du möchtest, ja, zieh nach Möglichkeit immer noch mal, ihr seht das hier auch bei mir, ich stelle den Fuß auf und zieh mich immer noch mal ein Stückchen weiter runter. Und schau mal, ob du die Hände auf deine Oberschenkel geben kannst. Bleibe weiterhin aber auch aufrecht, ne? Nicht, dass du mit dem Po, mit der rechten Pobacke auf der Matte sitzt, sondern bleibe wirklich lang und aufrecht in der Taube. Jawohl, sehr schön. Wenn du magst, kannst du auch noch dein Bein hinten anwinkeln. Vielleicht sogar auch noch tendenziell die Hand damit zugeben. Ja, und schau auch hier nochmal, dass du weiterhin tief bist. Und halte. Sehr, sehr gut. Möglichkeit, zieh das Bein noch schön hinter. Okay. Sehr schön. Langsames Lösen. Und dann kommen wir mal aus der Taube wieder zurück. Du schiebst dein Bein zurück. Entweder so über den Vierfüßler, ja, wo du dich nochmal so rund machst. Katze-Kuh-Bewegung. Sehr gut. Und dann kommen wir nochmal in unseren herabschauenden Hund. Nochmal schön die Dehnung spüren und wahrnehmen in den Beinrückseiten. Von da aus einmal ins Brett nach vorn schieben. Halte hier wieder ganz kraftvoll. Spannung aus deiner Körpermitte. Po fest angespannt. Achte auf deinen Beckenboden. Komme zurück. Und über den Hund jetzt, gib mal das linke Bein vor. Und da richte dich jetzt auch wieder gut ein. Um vielleicht gut auch runterzukommen, ja, empfiehlt es sich auch so ein bisschen immer mal das Becken so ein bisschen bewegen, ja, um wirklich auch so ein bisschen die Dehnung zuzulassen, um besser in die Asana auch reinzukommen. Okay. Halte hier erstmal wieder, gewöhne dich an deine Asana. Gib deinem Körper einfach Zeit, sich auf diese Dehnung auch einzustellen und geh dann weiter runter über die Unterarme oder wer von euch möchte, geht ganz nach unten und legt sich hier ganz ab, legt den Kopf ab und lasse ganz los. Sehr schön. So, und dann komme hier langsam wieder hoch, drück dich so nach oben. Na, achte wieder auf die Seite hier mit deinem Po. Ne? Also hier kann ich es jetzt auch schön zeigen, dass ihr das auch mal seht. Also es ist jetzt nicht so gemeint, ja, dass du wirklich dich so ein bisschen hältst natürlich mit deinem Po, dann sind wir auch ganz schief. Sondern dass wir wirklich aus unserer Mitte wieder gerade sind. Ja? Und auch hier kannst du jetzt gerne die Hände mal auf den Oberschenkel abgeben. Achte darauf, weiterhin tief zu sein. Und gerne bleibe hier so. Oder aber wer will und kann, greift auch jetzt hier gerne zu seinem Bein. Halte. Sehr, sehr schön. Langsam lösen. Ja, und dann gehen wir von hier aus langsam wieder zurück. Nimm das Bein nach hinten, gerne über den Vierfüßler, wo du dich wieder einatmend rund machst im Rücken und ausatmend so das leichte Hohlkreuz. Ja, und jetzt verbinde nochmal wieder 5 Atemzüge jetzt in dieser Asana.
Einatmen und aus. Letztes Mal. Jawohl. Aus unserem Vierfüßlerstand gehen wir langsam weiter. Du verlagerst mal dein Gewicht auf die rechte Seite. Du kannst gerne mal so deinen linken Fuß so aufstellen. Und dann gehen wir von hier aus jetzt mal langsam weiter. Und zwar entweder lässt du jetzt den Fuß so aufgestellt auf deiner Matte und hebst das untere Bein so leicht an. Ja, das ist ein bisschen so die unterstützte Variante. Oder aber du kommst so komplett auf deine Seite. Ja, und richte dich jetzt mal so ein, dass du die Beine lang ausstreckst. Gerne den Arm so lang nach oben bringst. Halte. Oder aber auch nimm noch das Bein mit dazu und sei so komplett im Seitstütz. Halte, 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 halte. Sehr schön. Das Bein geht runter, Arm bleibt noch so. Versuch dich jetzt mal, wenn es dir gelingt, den Arm nach hinten so abgeben zu lassen, dass du so in dieser Variante bist. Das halten wir jetzt nochmal. Und von da aus drehst du dich jetzt gleich mal weiter auf die linke Seite und versuche, deinen Körper nicht abzusetzen. Ja? Okay. Dann drehst du dich jetzt so auf deine linke Seite. Nimm gerne den Arm hoch nach oben. Und dann, wenn du magst, geht auch hier nochmal dein Bein jetzt mit nach oben. Und halten. Halten, halten, halten. Sehr schön. Bein runter. Hand kommt auf die Matte. Und dann haben wir uns einmal gedreht. Halte dich nochmal hier aus dem Stütz raus. Po tief, Po fest angespannt. Beckenboden immer aktiv. Ne? Halte dich aus deiner Körpermitte. Halte nochmal. Und von da aus kommen wir mal in den herabschauenden Hund. Schön den Kopf zwischen den Armen hindurch. Jawohl. Und schieb mal in den heraufschauenden Hund. Das heißt, du bist mit deinen Beinen knapp über der Matte. Halte. Mach dich lang in den Bauchmuskeln. Ganz lang ziehen. Po fest. Die Anspannung halten, 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 halten. Sehr, sehr schön. Ganz kraftvolle Stunde. Okay, und nochmal in den herabschauenden Hund. Nochmal richtig schön durchdrücken. Herabschauenden Hund immer so ein kleines bisschen als Zwischenentspannung auch nehmen. Und zu guter Letzt auch nochmal in eine weitere schöne Übung. Und zwar schiebt den Körper wieder so leicht vor. Und dann versuche tief gleich zu gehen. Und das Bein rechts vorbei. Hund links vorbei, tief. Hund rechts vorbei, tief. Und so weiter. Links vorbei in den Hund und rechts vorbei nochmal in den Hund. Ja, noch einmal zu jeder Seite. Ja, du merkst schon, auch umso tiefer, umso anspruchsvoller. Ja, abschauen, herabschauen der Hund. Halte, zwischenatmen. Okay. Kommen wir nochmal ins Brett und von da aus schau nochmal, ob du so viel Kraft noch hast, um langsam jetzt nach unten zu kommen und dich ganz knapp über den Boden nochmal für einen Moment zu halten. Also nochmal halten, 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 Po fest, halte, halte, halte. Und dann leg mal deinen Körper einmal ab nach unten.
Kleine Zwischenpause. Ich muss mit meinem Mikro ein bisschen aufpassen hier. Sonst kraschelt das immer so. Halte. Atem beruhigt sich etwas. Einen Moment nachspüren. Sehr, sehr schön. Und aus der Bauchlage heraus gehen wir einmal so in unsere Sphinx hinein. Das heißt, deine Unterarme sind so auf der Matte. Finger wieder leicht geöffnet. Beine leicht geöffnet. Wie immer, Po fest. Immer Anspannung in den Po geben. Das ist immer so die Aktivierung unseres Beckenbodens. Und gleichzeitig stärken wir natürlich damit auch unseren Beckenboden und aktivieren unser Wurzelchakra. Gut, dein Atem beruhigt sich vielleicht auch noch, so wie meine auch. Und schau nochmal, dass du dich so gefühlt festhältst auf deiner Matte und dich so vorziehst, dass du nochmal schön den langen Rücken halt hast, ne? Kopf strebt nach oben. Halte. Gerne mit geschlossenen Augen. Schöne Rückbeuge. Halte. Der Atem fährt runter. Lass den Ausatmen immer länger gehen als den Einatemimpuls. Jawohl, sehr schön. Und von da aus lass einmal den Kopf so nach unten sinken. Ein bisschen entspannen. Und dann nimm mal deine Hände nochmal so zusammen. Also bleibst du auf den Unterarmen. Und dann gehen wir jetzt über zum Brett. Schließ deine Beine. Und du kannst es dir jetzt wieder so ein bisschen aussuchen. Ja? Entweder bleiben die Beine auf der Matte. Und du hebst quasi nur den Oberkörper so ein bisschen an. Ne? Das ist eine Variante vom Brett. Oder halt etwas fordern, da dass du die Arme leicht geöffnet hast. Oder wenn du magst, heute, ich habe viel Power, kannst du gerne auch noch mal etwas stärker in die Asana hineinkommen. Und zwar, wenn du deine Arme noch ein bisschen öffnest, verlagert sich das Gewicht noch mal und das Brett hält sich dann noch mal ganz anders. Ja, probier es gerne einmal aus. Füße aufstellen. Po fest, halte, knapp über der Matte, halten, 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 halten. Atem fließt, ein und aus. Halte noch einen Moment. Sehr, sehr gut. Dann lassen wir die Beine absinken. Gerne auch nochmal so den ganzen Körper. Komm in die Entspannung. Okay. Sehr, sehr schön. Und von da aus bring mal deine Hände so unter deine Arme. Deine Hände unter deine Schultern. Und dann drückst du dich jetzt nochmal so nach oben. Die Beine sind so leicht geöffnet. Und von da aus gehen wir mal so weiter, bringen die Unterarme so runter. Dein Po bleibt wieder in der Luft. Wir wollen jetzt nochmal so in unsere Brustraumöffnung hineingehen. Ja, du kennst auch diese Übung. Kopf liegt jetzt gleich auf. Und dann schiebt jetzt die Brust quasi zur Matte nach unten. Ich will versuchen, und nicht ganz so viel zu reden, weil das dann immer so das Mikrofon so laut wird und das kraschelt immer so. Also, schau mal, dass du jetzt ganz runter kommst. Also, dass die Brust vielleicht tatsächlich echt Kontakt hat mit der Matte. Schöne, starke Übung. Starke Dehnung. Und halte. Atem fließt.
Sehr, sehr schön. Und dann lass mal den Po einfach mal hintersinken. Gerne hast du deine Beine noch ein bisschen so geöffnet, wenn du möchtest. Und leg den Kopf mal ab. Arme kommen so rechts und links neben deinen Beinen nach unten. Und liege so ganz entspannt jetzt in dieser Haltung. Lass sie ganz los. Atem darf sich weiterhin beruhigen. Komm hier ganz an. Fahre etwas runter. Und dann gib nochmal die Arme vor, schließ gerne nochmal so deine Beine und komm dann gerne nochmal so komplett in die Stellung des Kindes hinein. Ich muss hier auch meine Kabel etwas hochstellen. Und von da aus entspanne nochmal in der Stellung des Kindes. Und für diejenigen, die gerne ein bisschen weitergehen wollen, bringen mal die Arme so an ihre Knie. Öffnen nochmal einmal so die Hände nach vorne. Bring mal den Kopf auf die Matte. Stell die Füße auf und komme gerne in dem Hasen jetzt an. Oder beziehungsweise der kleine Kopfstand. Der Hase ist die Übung. Ja, das kannst du auch gerne praktizieren. Bring die Arme schön hoch, das ist der Hase. Oder aber wie gesagt, komm so in den kleinen Kopfstand. Das würde so aussehen. Vielleicht erstmal etwas ungewohnt auf dem Kopf zu stehen. Oder schau mal, wie sich das anfühlt. Hoch. Halte. Sehr schön. Halte deinen Kopfstand. Und dann komme langsam zurück. Sehr gut. Ganz viel Körperspannung. In kleinen Kopfstand. Knie zur Matte. Abrollen. Und nachspüren. Langsam aufrollen nach oben. Gerne nochmal in den Schultern lockern. Jawohl, sehr gut. Und dann bring noch einmal Arm so nach vorne, sinke runter in Shavasana. Und dann bleib einfach mal in Shavasana jetzt liegen. Entspanne dich. Spüre deinen Atem, deinen ganzen Körper. Spüre die Energien, die Wärme in dir. Nimm mal für einen Moment wahr, wie du alles loslässt.
Gedanken, alle Körperteile. Entspanne. Vertiefe wieder deinen Atem. Bewege dich, recke dich, strecke dich noch einmal. Dein ganz wach. Bring die Beine zur Mitte des Körpers oder geh über die Seite jetzt nach oben oder über die Schaukelwippe. Wie du möchtest, komme jetzt nach oben. Und spüre noch mal einen kleinen Moment nach. Noch mal so im Sitzen. Und dann öffne deine Augen. Ja, dann vielen Dank für die schöne Yoga-Einheit. Hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Namaste.